Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Grow Song of the Evertree. Und wir wollen hier aus diesem Gebäude rauslaufen, denn ich glaube, das letzte Mal hatten wir irgendwie den Hinweis bekommen, dass irgendwas neu ist oder nicht. Hatten wir irgendwas gesagt bekommen? Keine Ahnung, ich weiß es nicht mehr. Aber irgendwas passiert hier. Ich glaube es nicht. Sie haben die Docks bereits repariert. Die letzten Tage über bin ich mehrfach Zeuge übernatürlichen Pflanzenwachstums geworden und trotzdem bin ich selbst ich verblüfft, wie schnell das jetzt ging. Hey, ich bin's wieder. Wenn du noch weitere Bauvorhaben hast, dann bring mir einfach die Blaupausen und Ressourcen und ich kümmere mich sofort drum. Gerade ist nicht viel los. Tauch doch nicht schon wieder so urplötzlich auf. Und ja, wir geben dir Bescheid. Also, wann kommen die ersten Besucher? Kommen die ersten Besucher! Ich habe nie gedacht, dass ich diesen Tag noch erleben würde. Die Leute kehren zurück nach Alaria. Ach du meine Güte, das ist eine Person. Eine echte Person ist hier. Und ein Grafikfehler übrigens auch. Schnell schnapp dir deinen Besen, vielleicht können wir sie verscheuchen. Nein, warte, Alambique. Wir wollen, dass die Leute zurückkehren. Oh, stimmt ja. Vergiss meine letzte Anweisung. Neuer Plan. Stell dich vor, Lehrling. Sie sieht auch ein bisschen komisch aus. Tagchen, ich bin Kathleen. Bist du der Alchemist, der zurückgeblieben ist? Gerüchten zufolge versucht jemand, den Immerbaum zu retten. Ein großer magischer Baum? Wer würde den nicht retten wollen? Ich würde dir liebend gern helfen, wenn ich jedoch nur eine Bleibe hätte. Ich bin mir nicht ganz sicher, wieso es mich hierher verschlagen hat. Ich wusste einfach, dass ich herkommen musste. Ich werde hier sicher nicht herumstromern, solange ich keine Unterkunft habe. Hast du gesehen, wie groß die Käfer hier sind? Nein, danke. Was sollen wir jetzt tun? Der Neuankömmling kann nicht bei uns wohnen. Ich brauche meinen Platz. Schlimm genug, dass ich mein Zimmer mit euch beiden teilen muss. Vielleicht können wir ein Haus bauen und mit wir meine ich die Immerlinge. Aha, damit sind die erstmal beschäftigt. Sollen wir sie bitten, gleich noch die ganze Altstadt wieder aufzubauen? Ich weiß nicht, ob das die beste Lösung ist. Wenn wir die Altstadt reparieren, könnten auch alte Probleme wieder auftreten. Nein, ich denke, es ist Zeit für einen Neuanfang. Potato, was hältst du davon, wenn du unsere Neustadt planst? Drücke nach unten, um den Stadtplaner zu benutzen. Okay. Das nenne ich mal einen Neuanfang. Moment, wie sind wir hier hochgekommen? Das erzähle ich dir später. Jetzt müssen wir Potato dabei helfen, ein kleines Haus für Kathleen zu bauen. Zuerst musst du RB drücken, um vom Verwaltungsmodus zum Baumodus zu wechseln. Das machst du großartig, Liebchen. Drücke als nächstes RT, um vom Ansehen zu Gebäude zu wechseln. Okay. Perfekt. Jedes Gebäude benötigt für seinen Bau bestimmte Ressourcen. Ich glaube, wir haben genug, um ein kleines Haus für Kathleen zu bauen zu können. Ich habe das kleine Haus bereits für dich markiert. Du musst es also nur noch an einem Ort deiner Wahl platzieren. Mit L verschiebst du den Grundriss, bis du die perfekte Lage gefunden hast. Die Ausrichtung gefällt dir nicht, dann halte LB oder RB gedrückt, um das Haus zu drehen. Okay, kann man das auch irgendwie einrasten, das Drehen, oder muss ich jetzt wirklich ganz sanft so lange hin und her drücken, bis es genau die Ausrichtung hat, die ich möchte? Sieht so aus, als müsste man das dann so machen. Ich sehe gerade keinen Knopf, der mir angezeigt wird, mit dem ich das irgendwie rastern könnte. Aber so passt das dann ja schon. Dann machen wir das mal möglichst nah erstmal hier oben ran. Ich möchte nämlich nicht so weit laufen müssen. Man kann es bestimmt nochmal verschieben, oder? Ich hoffe doch. Später. Was ist denn Ehre ordnen? Komisch. Naja, ich platziere das jetzt hier. Jetzt, da wir ein Haus für unseren ersten Bewohner gebaut haben, sollten wir die Dienste in der Stadt erweitern. Wieso fangen wir nicht mit einem Gasthaus an? Dann haben zukünftige Neuankömmlinge zumindest ein Dach über dem Kopf, während sie auf die Fertigstellung ihres neuen Hauses warten. Drücke nach links, um das Gasthaus aus dem Gebäudemenü auszuwählen. Nach links? Nach rechts, meinst du? Ja, ja. Verwende L und RB, ja. Wo ich es haben möchte. Ich glaube, bei den Häusern ist es ein bisschen blöd mit dem Gasthaus. Und hier ist ja quasi
Hier kommen die ja alle an. Das heißt, ein Gasthaus, was hier steht, wäre natürlich schon sehr geil. Direkt an dem quasi. Ist das ein Flughafen? Soll man das Flughafen nennen? Ich weiß es nicht. Ich überlege aber gerade mit der Ausrichtung so. Baut das Ding dann automatisch Wege zwischen den Dingern? Wenn ich das jetzt hier hin platziere, gibt es einen Weg dahin? Oder muss ich den Weg dann auch irgendwie platzieren? Oder bleibt das einfach so lose da stehen? Das sind so Sachen, die mir das Spiel jetzt leider nicht beantwortet. Die für mich schon sehr wichtig wären zu wissen. Wenn ich ehrlich bin. Um einfach zu wissen, ob ich das jetzt, ja, naja. Wie ich die Stadt halt plane. Das ist ja schon eine wichtige Angelegenheit. Stadtplanung. Das ist ja essentiell wichtig, meine lieben Freunde. Platzieren wir es hier hin. Tja, die Aria. Wir haben ein kleines Haus, ein Gasthaus und einen Bewohner. Wie bringen wir das alles jetzt zusammen? Potato kann die Bewohner im Verwaltungsmodus einem Gebäude zuordnen. Du kannst deine Stadtbewohner einem Haus und Mitarbeiter, einem Geschäft oder einer anderen Dienstleistung zuweisen. Aber während wir uns im Gebäudemenü befinden, ist das Menü gesperrt. Baumaterialien, Gesundheit und Sicherheit. Es ist alles in Ordnung, Potato. Potato hat nur etwas aufgeräumt. Wenn du bereit bist, Diebchen, drücke einfach auf B, um das Gebäudemenü zu verlassen. Wunderbar, Potato. Drück jetzt LB, um vom Baumodus zum Verwaltungsmodus zu wechseln. Drücke als nächstes RT, um vom Ansehen zum Gebäude zu wechseln. Verwende jetzt das D-Pad nach oben, um das kleine Haus zu markieren. Verwende als nächstes A, um das kleine Haus zu bearbeiten. Verwende dann A und wähle Bewohner zuweisen aus. Drücke jetzt einfach A, um Kathleen in ihrem neuen Haus unterzubringen. Gut gemacht. Weisen wir Kathleen als nächstes dem Gasthaus zu. Drücke B, um zurück zu unserer Gebäudeliste zu gelangen. Verwende das D-Pad nach oben, das Gasthaus auszuwählen und drücke dann A. Verwende dann A, um wähle Angestellte zuweisen aus. Drücke jetzt einfach auf A, um Kathleen ihre neue Arbeit zuzuweisen. Vergiss nicht, dass die Leute ein Zuhause brauchen, bevor sie dir in der Stadt helfen können. In Stadtplaner können wir viele praktische Informationen sammeln. Warum stöberst du nicht etwas herum und erkundest den Stadtplaner deinen eigenen Tempoliebchen? Wenn du fertig bist, drücke B und wir können sehen, ob Kathleen ihr neues Haus gefällt. Ja, ich glaube, ich brauche hier nicht mich großartig umsehen, oder? Also ja klar, Dekoration, die haben wir ja schon freigeschaltet teilweise. Natürlich praktisch. Ach, das ist dann Strauchplatz, da kommen dann Sträucher hin, oder was? Und beim Baumplatz auch. Zum Platzieren brauchen wir aber trotzdem nochmal Kosten. Also muss man nochmal Miora bezahlen. Ah, guck mal hier, man kann Wege tatsächlich bauen. Okay. Das Problem ist aber natürlich, ja, man kann das nicht hier dran machen an den Weg, ne? Ihr versteht, was ich meine. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, ich will von hier einen Weg dahin ziehen. Das heißt, es wird immer so ein bisschen getrennt aussehen, leider. Naja. Was gibt's denn so für Gebäude? Es gibt eine Bäckerei, es gibt einen Stadtgarten, einen Blumenladen und es gibt eine Bibliothek, für die wir aber 40 verträumt, oder was ist das? 40 oder 10? 10 verträumt. Na gut. Und das ist Ansehen. Ach so, Ansehen im Sinne von, ich dachte jetzt gerade eben Ansehen im Sinne von das Ansehen der Stadt, ne? Wie ansehnlich die Stadt ist, aber nein, einfach die Gebäude angucken, das ist natürlich richtig. Ja, okay. Gebäude, Ansehen, Bewohner, ja. Okay, was hat die denn hier für Werte? Ernährung ist 0 oder was? Kreativität 1, Service 8, Wohlbefinden 3 und Produktion 4. Okay. Na gut. Ein Haus, mein eigenes Haus, perfekt. Schau nur, wie fröhlich unsere erste Bewohnerin ist, bis in alle Ewigkeiten gut gelaunt. Wir haben erfolgreich eine harmonische Stadt gebaut. Mission abgeschlossen. Eine zufriedene Stadt ist ein Dauerprojekt, Alambique. Du kannst dich einfach ein paar Gebäude bauen und sie anschließend wieder vergessen. Mist, das war mein ganzer Plan. Wir müssen mit den Bewohnern sprechen und ihre Wünsche und Bedürfnisse kennenlernen, damit wir sie möglichst gut versorgen können. Ansonsten laufen sie uns davon. Eine Unterhaltung reicht nicht aus, um alles über eine Person zu erfahren. Doch wenn du dich häufiger mit ihr triffst, werden wir schon bald wissen, wie sie tickt. Und wir können diese ganzen Informationen im Stadtplaner selbst einsehen. Da ist noch jemand. Noch zwei weitere. Ach, sieh nur, es sind noch mehr Leute angekommen. Wie aufregend. Du solltest drüber gehen und mit ihnen reden. Lerne sie ein bisschen kennen und vielleicht zieht einer von ihnen dann sogar hierher. Noch mehr. Linus, wie war das gleich?
Genau, hallo Freund. So begrüßen sich die Leute hier doch, oder nicht? Ich bin zwar nicht von hier, aber ich gebe mein Bestes, mich anzupassen. Funktioniert das? Hey, ich muss echt sagen, du hast hier Wunder vollbracht. Alle sagen immer, dass es hier schön und sauber ist. Da stimme ich ihnen jetzt zu. Okay. Hallihallo, heute ist der perfekte Tag, um Malaria zu besuchen und, wie sich herausstellt, ist es genau das, was ich gerade mache. Weißt du was, es stimmt, hier leben wirklich die glücklichsten Leute im Universum, zu 100% von mir bestätigt. Okay, dass die einziehen werden, ist glaube ich sehr... Die will sogar einziehen, die Person hier. Wow, an diesem Ort gibt es so viele tolle Dinge zu sehen, dass ich dich gar nicht habe kommen sehen. Cool. Weißt du was? Es stimmt, hier leben wirklich die glücklichsten Leute im Universum. Zu 100% von mir bestätigt. Okay, die reden immer das Gleiche, das ist schön. Oh hey, hi, ich sehe mich gerade nur um, aber wenn ich irgendetwas Bestimmtes brauche, kann ich immer zu dir kommen, stimmt's? Stimmt. Einziehen. 72421. Ja, das mit den Farben ist immer so ein bisschen problematisch bei mir, dass dann nachher... Ich muss mir die Reihenfolge merken, also das mit den Farben zu merken. Ich bin nicht so der Farbenmensch. Ja, schuldet dir Geld, interessiert sich aber nicht für deine Schulden. Persönlichkeit, Sabbat im Schlaf, Eigenheiten. Ha, Traumjob, Farm. Ja, aber ich kann ja noch gar nicht, ich muss ja erst bauen. Geht ja gar nicht, ich muss ja erstmal Häuser bauen dann. Zwei Leute wollen auf jeden Fall einziehen. Was mit der Person hier? Oh nein, habe ich dich irgendwie beleidigt? Irgendeine örtliche Sitte ignoriert? Oh, das passiert mir jedes Mal, wenn ich reise. Du meine Güte, nun gut, über dich. Aha, aha, ist Besucher. Na gut, dann müssen wir halt noch mehr bauen, ne? Dann müssen wir jetzt noch mehr Häuser bauen. Die Frage ist, können wir uns noch mehr Häuser leisten? Kleines Haus, Gasthaus, Bäckerei. Kleines Haus. Machen wir erstmal. Wir müssen erstmal für Häuser sorgen. Warum kann ich jetzt hier. Achso, weil ich nicht genug Majora habe, okay. Ja, gut. Erstmal die Person hier. So, dann ist die schon mal eingezogen, hoffentlich. Und da müssen wir mal uns um die ganzen anderen Sachen kümmern. Haven gehört jetzt zu Wissensquartieren. Was? Achso, die Person. Ah, okay. Oh, ein bisschen überfordernd hier. Meine erste Weltensamen hat mir abgeschlossen. Genau, mit ein wenig Sorgfalt und Liebe wird diese Weltensamen bestimmt zu etwas Außergewöhnlichem. Okay, wir haben Jora bekommen dafür. Das ist gut, weil dann können wir noch ein Haus bauen. Gemeinschaft. Hilft Kathleen, sich einzuleben. Dein erster Besucher ist angekommen. Wie aufregend. Besuchen wir alle coolen Orte, die es hier gibt und zeigen, wie toll es ist, in Alaria zu leben. Ah, das ist dieses Verstärkung gesucht Item. Wir haben übrigens, habe ich das schon gesagt, wir haben das Update jetzt endlich drauf. Das heißt, die ganzen Textfehler sollten jetzt weg sein. Es kommen Schiffe und damit auch Leute an. Du solltest deine ersten Besucher begrüßen. Oh, haben wir ja Majora. Wunderbar, Leute. Wir können gleich direkt das nächste Haus bauen. Das freut mich doch. Hilft Kathleen, sich in der Stadt einzuleben. Dein erster Besucher ist angekommen. Wie aufregend besuchen wir. Ja, okay, das haben wir schon gehabt. Traute Zweisamkeit. Ah, okay, wir können also auch in mehreren, also in einem Gebäude zwei Leute leben lassen jetzt. Sprich mit Bowling, um die Docks zu reparieren. Haben wir ja gemacht. Geh zu den Docks und sieh nach, was erledigt werden muss. Haben wir alles schon erledigt. Wunderbar. Okay, das war's jetzt, ne? Mit den Dingern. Glaub schon. Na gut, dann können wir nämlich statt ein zweites Haus zu bauen, können wir doch jetzt irgendwie bei dem Haus das ausrüsten, aber ich wette, das Haus muss dafür erst gebaut sein, oder? Da kann ich das jetzt schon machen hier. Interagieren. Bewohner zuweisen kann ich jetzt nicht machen, aber ich kann auch nicht irgendwie... ich kann dieses Item, was ich gerade bekommen habe, hier nicht ausrüsten. Derzeit. Der zweite Slot ist gesperrt, das sieht man da auch. Es gibt einen zweiten Slot, aber ich kann den jetzt, glaube ich, mit interagieren, wie man jetzt hier sieht. Ich kann den jetzt nicht irgendwie... Nee. Schade. Vielleicht sehe ich es auch einfach nicht, wie es geht, aber ich habe ja genug Majora, um ein weiteres Haus zu bauen. Dann wollen wir das ja eben machen. Nee, wir wollen in Baumodus, genau. Da bauen wir noch ein Haus. Ach, schlimm, mit diesen ganz, ganz dampften Bewegungen. Und hi, Kati und hi, Satsuki. Hi, Kati, das ist schön, dass du mal wieder da bist, Kati. So, dann bauen wir da auch noch ein Haus und dann lassen wir die andere Person auch noch einziehen. Wir wollen hier ja möglichst viele Leute haben.
Ach du liebe Güte, ein Begrüßungskomitee, wie wunderbar. Ja, ich besuche dein hübsches Städtchen und ich habe viel Spaß dabei. So. Was war denn los mit dir? Hast du auch noch regelmäßig gestreamt oder nicht? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich wirkte irgendwie so ein bisschen so, als wärst du weg. Als wäre irgendwas passiert oder so. So, da haben wir die Person zugeordnet. Aber wenn das jetzt irgendwie zu persönlich ist, musst du es natürlich nicht sagen. So, schließe alle täglichen Arbeiten in der Baumwelt. Wir gehen in die Baumwelt. Ich hatte jetzt überlegt, ob wir erst wieder zu den Immerlingen gehen. Weil das schon durchaus Sinn machen würde, zu den Immerlingen zu gehen. Aber, weil das letzte Mal haben wir uns nicht komplett umgesehen. Deswegen macht es Sinn, aber ich gehe erstmal zu der Baumwelt. Da müssen wir gar nicht weit laufen. Wir können hier einfach hinfliegen. So. Und dann geht's zu dem... Da stand immer noch Wissensquartiere, geil, ne? Aber jetzt steht da Versteck verschwenderisch, okay. Ah, guck mal, die Welt ist gewachsen. Die Welt ist gewachsen. Interessant. Die Welt ist jetzt noch größer geworden hier. Fast doppelt so groß. Entweder bist du geschrumpft oder diese Welt ist gewachsen. Du bist doch nicht etwa kleiner geworden, oder Liebchen? Oh, ein paar der Bäume und Gräser können geerntet werden. Pass auf, dass du denen nur so viel nimmst, wie du brauchst. Ja, ich nehme mir alles, ich bin Kapitalist. Bin eigentlich fast gar nicht mehr auf Twitch. Oh, habe viel um die Ohren wegen Schule und so. Und habe keine Lust mehr zu streamen. Muss viel lernen von der Ausbildung. Hab sehr lange Schule und meine eigene Patientin, für die ich mich die komplette Woche immer vorbereiten muss. Ja, mir geht's soweit in Ordnung. Ich bin heute nur ein bisschen müde. Guck mal, wir haben hier Tiere. Oh. Oh, was war das? Es war Spielen, ne? Genau. Das habe ich nämlich so mitbekommen. Ich hätte nämlich einfach mal auf dein Profil geguckt, weil ich mir dachte, wo ist denn die Kati? Und irgendwie sah das so aus, als würde es nicht mehr streamen. Das war natürlich jetzt schade, ne? Das war natürlich schade, aber manchmal hat man andere Dinge zu tun. Das ist halt manchmal leider so. Aber Kati lebt noch, ja, immerhin. Immerhin. In der Stadt halt irgendwelche komischen Leute, wie das halt oft so auf Twitch ist, dass du irgendwie Probleme mit komischen Leuten hast oder sowas. Hä? Achso, man kann Bäume schütteln. Okay, aber gebracht hat mir das jetzt nichts. Spiel. Und Bauchstreicheln. Ach stimmt, wir müssen zu den Immerlingen, wir müssen auch die anderen Tiere auch noch streicheln, damit die auch hierher kommen. Ja, Insekten fangen wir jetzt mal nicht. Wir sollten auch nicht alles abernten, ne? Weil das könnten Probleme machen, wenn wir das alles ernten. Dass unsere Tierchen nicht mehr genug zu essen und so haben. Ah, okay. Ah, okay. Also hat sich mal mein Riecher richtig. Nee, weil ich habe halt gesehen, weil das klingt jetzt natürlich ein bisschen weird, wenn ich das jetzt so sage, aber ich habe halt auch nach ein paar Wochen oder so, wo ich dich nichts mehr von dir gehört habe, habe ich mal kurz dein Social Media, was du verlinkt hattest, auf Twitch angeguckt und da war dein Instagram auch privat gestellt und ich dachte mir, okay, wie ist das nur passiert? Da muss ja irgendwas passiert sein, dass du auf einmal dann die Sachen, die du hier auch verlinkst, auf privat stellst und ja, so kam ich da drauf. Ja, aber freut mich, dass du dann zumindest jetzt den Abstand da bekommen hast und dass du hoffentlich mit deiner Arbeit auch etwas hast, was dich erfüllt. Und vielleicht legt sich das auch alles wieder ein bisschen. Ich sag ja, im Internet sind komische Leute. Nicht jeder ist hier wie Potato. Ist halt leider nicht so. Wobei, ich bin auch ganz schön komisch, aber nicht in dieser Hinsicht komisch. So. Ich spiele Spiele, die man als Kinderspiele betrachten könnte. Ey, ich habe Spaß an dem Spiel hier, ja. Das ist voll süß. Das ist ein voll süßes Spiel. Oh, schaut. Ein kleiner Süßi-Spatzi. Ein was? Ein Baby-Schnupsi-Pupsi. Hier, in der Welt, die wir erschaffen haben. Ein kleiner Rumpelpumpel. Ist das überhaupt noch eine Sprache? Oh, aber der perfekte kleine Engel wurde von der Dürre befallen. Beeil dich, Potato, befrei den armen Knuffelpuffel von diesem widerlichen Zeug.
Ich glaube, die Aria möchte, dass du diese ungewöhnliche Kreatur sauber machst. Vielleicht kann das Tier dann wieder auf eigenen Beinen stehen und die Aria verspricht wieder eine Sprache, die ich auch verstehe. Ich nehme an, wir müssen es gießen? Nee, du meine Güte, schaust die an, ich habe mich verliebt. Ja, aber mit Gießen kann man es bestimmt nicht sauber machen. Interagieren. Ah, okay, einfach nur ein bisschen streicheln, dann geht's. Ja, das kann ich verstehen. Vor allem, es ist ja nicht mal so. Das Ding ist, du was ich halt sagen muss, du bist ja auch sehr offen damit, dass du vergeben bist und so Sachen. Und dann, wenn so Creeps kommen und so, schwierig. Ja, sowieso. Ich muss auch sagen, also seitdem ich wieder streame und so, was du sagst, dass das für sich selbst spielen auch ganz cool ist. Ich habe ja gestern zum Beispiel Satisfactory für Mittelalter gespielt. Da freue ich mich auch mal drauf. Ich könnte es auch streamen, aber ich sag mir, nee, ich habe mehr Spaß an dem Spiel. Ich habe mehr Spaß an dem Spiel, wenn ich das so einfach für mich spiele. Ja, ja, das Internet ist voller Creeps. Das ist leider so. Die Welt ist voller Creeps. Ja, gut, ich stehe jetzt aber nicht unter Stress, muss ich ehrlich sagen. Stress habe ich nicht, weil ich mir keinen Stress machen lasse. Entweder man guckt mir zu oder man lässt es sein. Ich habe auch nicht das Ziel, irgendwie ein großer Streamer oder großer YouTuber zu werden. Wobei ich auch sagen muss, ich bin sehr froh darum, dass jeder einzelne der 218 Abonnenten auf YouTube gerade da ist. Dass diese Leute überhaupt den Weg zu meinem Kanal gefunden haben und mich abonniert haben. Ich bin halt einfach was älter. Mich kann man gar nicht mehr stressen. Ich bin einfach zu alt dafür, um mich stressen zu lassen. Mein Leben geht halt schon zu Ende. Mit 33 Jahren. Also das kann man gar nicht zerhauen. Okay. Wir müssen erstmal hier die ganzen täglichen Arbeiten erledigen. Das ist erstmal wichtig. Außerdem so ein Spiel hier kann ja gar nicht stressen. Verrate mir dein Geheimnis. Ausgeglichenheit im Leben. Einfach Ausgeglichenheit. Ja. Einfach ruhig bleiben. Es bringt nichts im Leben zu stressen, ne? Also, oder auch irgendwas zu erwarten oder so. Ich bin einfach ruhig geworden. Liegt dir vielleicht auch am Alter, wie gesagt. Ja, ich lasse mir auch Dinge ans Herz gehen, so ist es nicht. Ich bin jetzt nicht gefühlskalt. Ich finde es halt immer weird, und das habe ich dir auch schon mal gesagt, dass Menschen im Internet Sachen suchen. Ich weiß nicht. Und es ist nicht mal nur irgendwie Thema Beziehung oder sowas, sondern auch Freunde und keine Ahnung was. Leute, ihr könnt auch da rausgehen, um Freunde zu suchen. Also... Ich werd niemals euer bester Freund, das kann ich euch versprechen. Glaube ich zumindest nicht, dass wir beste Freunde werden. Aber ich bin hier, um euch zu unterhalten, das kann ich tun. Und ein bisschen Einblick in mein Leben zu geben. Tja, vielleicht liegt es daran, dass ich so viel Stress im Leben hatte, Satsuki. Ich hatte schon so viel Stress im Leben, vielleicht habe ich genug Stress für ein Leben. Vielleicht liegt es daran. Ich hatte genug Stress für ein Leben. Ich habe einfach aufgehört, mich stressen zu lassen. Und warst du das gestern, Medieval Dynasty? Ich habe mir das gestern noch angeguckt übrigens. Es tut mir leid, dass wir das nicht mal angeguckt haben zusammen im Stream. Aber ich habe mich daran erinnert, dass ich das noch angucken wollte. Ich weiß nicht, das Spiel wirkt noch langsamer als das hier. Ich weiß nicht, ob das 100% was für mich ist, aber wir können bestimmt auch mal reingucken. Ja. Ach so, war das vielleicht sogar die Person, deren... als ich da war da auch so eine Person dabei. War das die Person, die wirkte auf mich auch mal schon ein bisschen komisch? Ich nenne jetzt keine Namen, weil ich mich auch gar nicht mehr daran erinnern kann, wenn ich ehrlich bin. An den Namen kann ich mich nicht mehr erinnern. Ja. Na, okay. Ja, die wirkte auf mich auch schon ein bisschen komisch, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir auch aufgefallen.
Das musst du mir überlegen. Ich war nur einmal da in den Chat großartig und hat einen Stream mit dir verfolgt und mir fiel die Person direkt in der Hinsicht auf, ne? Und ich habe mir dann gedacht, ja, das wird schon alles seine Richtigkeit haben, wenn du da nichts sagst und machst. Tja. Aber der weiß doch prinzipiell nichts über dich, oder? Oder hast du dem irgendwelche Sachen gesagt, die er gegen dich verwenden könnte oder so? Was spricht denn dagegen, die Person einfach aus deinen Streams zu entfernen? Oder bist du dafür einfach zu gutmütig? Man muss sich halt tatsächlich, denke ich, auf lange Sicht, vor allem als Frau auf Twitch, musst du eine sehr dicke Haut bekommen. Das ist traurig, dass das muss, aber die Gesellschaft ist halt ein bisschen komisch. Aber besingen wir erstmal die Blumen wieder. Ich finde mich jetzt erstmal wieder wie ein Elf und singe zu Blumen. Erstmal die ganzen Blumen hier besingen, damit die schön wachsen. Oh. Das ist schade, dass eine so eine Person, die den ganzen Spaß da genommen hat. Das ist schade. Na, vielleicht hast du irgendwann auch wieder mehr Zeit und so, aber vielleicht überlegst du es dir dann einfach nochmal. Kannst du einfach eine Pause machen. Die Person wird irgendwann dich hoffentlich vergessen haben. Und wenn nicht, dann gibt es halt nur konsequentes Blocken als Möglichkeit, ne? Das geht halt nicht. Also, Leute, auch für euch jetzt auf YouTube oder hier auf Twitch etc., wenn ihr irgendeine Streamerin guckt, erwartet von denen nichts, was in eine persönliche Richtung geht. Das gleiche gilt bei mir. Wir werden jetzt nicht zusammen, also wenn wir uns mal irgendwann zufällig in Köln treffen oder was weiß ich, dann kann man sich bestimmt mal gemeinsam ein Bierchen trinken gehen, aber das war's dann auch. Aber ja, das ist, ich treffe mich mit niemandem, ich plane das nicht, und das gleiche gilt für Frauen auf Twitch, Leute. Glaubt nicht, dass ihr hier irgendwas finden könnt. Es gibt genug Frauen, die zocken. Ihr müsst nicht auf Twitch nach Frauen, die zocken, suchen. Und vor allem kann ich halt schon mal sagen, die Kati zum Beispiel, die sagt immer sehr, sehr offen, dass sie vergeben ist. Man macht sich nicht an vergebene Menschen ran. Ja, kann sie auch als Zuschauerin weiterleben und als Zockerin einfach. Es gibt eh genügend erfüllende Sachen im Leben. Man muss ja nicht auf Twitch streamen zum Beispiel. Ist ja nicht Pflicht, ne? Ist ja nicht das einzige Erfüllende im Leben, auf Twitch zu streamen. Gibt übrigens bald auch wieder Planet Zoo. Da freue ich mich dann auch wieder, wenn du mit dabei bist. Ich habe bald hoffentlich wieder ein bisschen Zeit, weil ich mein YouTube hier umgestellt habe von der Videodichte. So, dass ich gar nicht mehr so extrem viel aufnehmen muss. Ja, das habe ich ja gesagt gerade, ne? Das ist ja die Kati, die hat da immer sehr offen drüber geredet, dass sie einen Freund hat. Also ich kann verstehen, dass manche Leute sich vielleicht irgendwelche Hoffnungen machen. Es gibt ja so Leute, die arbeiten genau damit. Die machen Kernhoffnung, ne? Die tun immer auf verfügbar spielen, obwohl sie vergeben sind. Die erzählen nichts von ihrem Freund und so weiter und so fort. Die tun immer so, als wären sie verfügbar etc., um damit Geld zu machen. So war Kati auch nicht. So. Und wenn man das dann nicht versteht, keine Ahnung, schwer. Soll er doch zu Leuten gehen, die das wollen, dass er das so macht. So, wir sind hier bald durch mit den täglichen Arbeiten, glaube ich. Ja, ich kann hier nichts mehr sehen, um das du dich kümmern müsstest, Lehrling, sehr schön. Ja, sage ich doch, sind wir jetzt gleich fertig. Dann gehen wir noch mal kurz zu den Immerlingen, oder? Wir müssen den Tag ja auch mal ein bisschen ausreizen. Aber hier sieht es echt schön aus, ne? Auf diesem Stückchen Land hier. Das haben wir gut gemacht. Das hat ja schon einige Stunden gedauert, das hier so schön zu machen. Oh. Aber wir haben uns auch mal hier was zum Einfordern. Guck mal an. Deine Baumwelten können immer etwas Liebe vertragen. Warum kletterst du nicht wieder auf den Immerbaum und kümmerst dich etwas um deine Welt? Haben wir erledigt.
Ja, ist ja kein Problem. Kein Problem, Kati. Dann wünsche ich dir eine gute Nacht und viel Erfolg auf der Arbeit, slash Ausbildung und Schule und alles. Du packst das schon, ich glaube an dich. Ein paar Leckerlis, ein bisschen Spiel und danach ein wenig Kuscheln. Gibt es etwas Besseres? Auftaktdistanz, die Entfernung über die Gegenstände. Ah, okay. Also man levelt hier auch tatsächlich neue, in Anführungszeichen, Fähigkeiten, diese Traits, die man dann bekommt. Wie zum Beispiel, dass mein Item-Radius, in dem ich Items aufsammle, größer geworden ist jetzt. Auch sehr schön. Nach oben war das, glaube ich. Ja, gute Nacht, Satsuki. Dann auch dir eine gute Nacht und ich weiß gar nicht, ich nehme mal an Arbeit oder was auch immer. Da viel Erfolg. Ah, der Pfad ist auch, der ist gleich vorbei für YouTube. So, aber wir gehen noch kurz ins Dorf der Immerlinge und dann beenden wir den Part und dann suchen wir auch noch die kleinen Immerlingskinder. Die haben ja so viel zu tun in dem Spiel hier, es ist unfassbar gerade. Aber ich mag das, wenn man so viel zu tun hat im Spiel. Ist halt die Frage, wann es langweilig wird irgendwann. Ja, einfach mal nicht stressen lassen. Probier's mal mit Gemütlichkeit, mit Ruhe und Gemütlichkeit. Ja, so muss es sein. So, liebe Leute auf YouTube, wir sind wieder in dem Dorf der Immerlinge angekommen und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dann, haltet die Ohren steif, macht immer das Beste aus eurem Leben. Euer Potato Pate verabschiedet sich. Bis dann, ciao.